Ja, heute Wasser oder Woi von dem mittelalterlichen Fantasiespektakulum. Und neben mir sitzt Herr Hiller, der diese Sache organisiert. Seit wie vielen Jahren machen Sie das im Ganzen schon? Das ist das 26. Veranstaltungsjahr und in Speyer sind wir im 11. Jahr. Im 11. Jahr. Ja, hier in Speyer. Ist denn dieses mehr Fantasie oder mehr Mittelalter? Mehr Fantasie. Also wir legen Wert darauf, dass wir das fantastische mittelalterliche Spektakulum sind. Und Fantasie an erster Stelle gehört dazu, inzwischen in einigen Bereichen sehr, sehr stark vertreten, auch bei unseren Gästen und bei unseren Darstellern. Wir haben das von Anfang an dabei haben wollen und sind niemals diejenigen gewesen, die gesagt haben, wir machen authentisches oder stimmiges Mittelalter. Authentisches oder stimmiges Mittelalter, das lässt sich ja auch nicht so einfach machen. Denn zum Beispiel die Bestimmungen, was Essen angeht, sind heute ganz anders als im Mittelalter. Ja, gewiss. Und wenn wir dann mittelalterliche Verhältnisse hier produzieren wollten, dann müssen wir erstmal eine ganze Horde Ratten einfangen und hier freilassen und eine Menge Müll und Gammel und Pestkranke und Leprakranke und dergleichen hier heranschaffen. Dann ja, hätten wir die mittelalterlichen Bedingungen, ja, ja, die keiner haben will. Auf der anderen Seite Ratten, nein, gibt es hier nicht, ne? Aber es gibt andere Tiere. Ja, wir haben Pferde zum Beispiel dabei natürlich. Es gibt ein großes Ritterturnier auch in diesem Jahr wieder. Ne? Ja. Kinder, ein wichtiges Element für dieses Fantasiespektakulum? Absolut wichtig. Am Sonntag sind die Kinder die wichtigsten Gäste, wenn sie mit ihren Eltern kommen. Das ist ja der große Familientag, wo wir alle Kinder bis 15 einschließlich kostenlos reinlassen. Und Gewandete, haben die nochmal eine besondere Befugnis? Also ja, jetzt Gewandete laufen natürlich in ganz großer Zahl bei dieser Veranstaltung herum. Inzwischen ist man als Nicht-Gewandeter schon die Ausnahme und auffällig. Wir, also ich und unsere Organisatoren, wir laufen ungewandet herum, dass wir auch sofort als die Verantwortlichen im Falle einer Wetterproblematik oder einer sonstigen Problematik zu erkennen sind. Ansonsten haben wir 70-80% gewandete Besucher am Samstag, dem Festivaltag. Und da gibt es ja die große Gewandungsprämierung einmal am Tag, wo Bruder Rectus dann die bestgewandetsten Gäste mit Goldtalern überhäuft. Da wird aber nicht drauf geachtet, ob die Gewänder jetzt per Maschine genäht sind oder per Hand. Ja, es wird da schon geguckt, wer da wie viel Mühe investiert hat oder ob das ein gekauftes Teil ist und dergleichen. Da wird schon drauf geachtet. Und die also das selber gemacht haben und eigene Ideen umgesetzt und verwirklicht haben, das sind am meisten die Sieger bei dieser Gewandungsturnierung. Ja, da sehen wir auch ein paar Bilder von den vergangenen Jahren, wenn es recht ist. Okay, das ist die Sache der Gewandung. Was gibt es denn sonst noch? Die haben das Ritterturnier erwähnt. Unser großes Ritterturnier läuft am Samstag dreimal mit einer großen Nachtshow um 23 Uhr und am Sonntag zweimal das Ritterturnier. Eine spektakuläre Stuntman-Gruppe, die EAS-Showtruppe, macht das Ritterturnier, wie man sich das vorstellt, mit Ritterkämpfen zu Pferde, mit Schwertkämpfen, mit Tjosten, also dem traditionellen Lanzenreiten. All das, was der Besucher aus den großen Ritter- und Degenfilmen so kennt, präsentieren wir auch hier. Es wird aber kein Blut fließen. Wir hoffen nicht. So wie es im Mittelalter authentisch war. Auf keinen Fall, das können wir nicht gebrauchen. Ne? Ja, ein bisschen Spaß muss sein bei so einem Interview natürlich, klar. Das ist die eine Sache. Dann, wir stehen hier vor einer Schenke und umrum sind viele Zelte aufgebaut. Was gibt es denn zum Trinken? Trinken, Speis und Trank spielt eine große Rolle. Ja, natürlich. Wir haben ja einen Bäcker hier. Wir haben Fleischbräter hier, also das ist natürlich auch an jeder Ecke zu bekommen. Wir haben den Falafelbräter, die orientalische Spezialität. Also das Mittelalter ist sehr weit gefasst, dann also die Kelten zählen da auch dazu, ja, ne? Ja, absolut. Also wir sind nicht unbedingt von 500 bis 1500 oder dergleichen festgelegt. Also wir gehen da drunter und auch darüber. Wir auch sind nicht authentisch und wollen das nicht sein. Und auch wir die schwarze Kunst, die Gothic-Leute kommen auch zu. Ja, Gothic ist in ganz großer Zahl vertreten. Nicht nur Gothic, auch Piraten natürlich heutzutage ganz stark vertreten mit Piratenbands wie Mr. Hurley und die Pulveraffen. Und natürlich auch Steampunk. Alle Richtungen sind hier heutzutage vertreten. Und das wollen wir auch. Wir wollen all diesen Menschen auch die Möglichkeit geben, ihre tollen Gewänder und ihre Gewandungen zu präsentieren und nicht dumm angelabert zu werden, von wegen, ihr seid ja gar nicht mittelalterlich. Ja, das ist die eine Sache. Die andere Sache, wir sehen also jetzt mal einen Rundgang über das Gelände vom Samstag oder Sonntag. Derzeit, heute am Freitag, wird das Gespräch geführt, da wird noch fleißig aufgebaut. Ja. Einige Sachen stehen schon, aber Besucher sind natürlich noch keine da, ne?
Sie Mittelalter, sagt es mal. Ja, das werden Sie nicht glauben. Mich reizt am Mittelalter eigentlich nicht viel. Mich reizt tatsächlich die Organisation und die Durchführung dieser Veranstaltung. Also das zu wuppen, das mit den ganzen Schwierigkeiten, leider auch immer mit den mehr und umfangreicher werdenden behördlichen Wünschen und Besonderheiten. Das wäre meine nächste Frage. Die Stadt Speyer ist da zu nennen. Welche Auflagen hat die denn gemacht insbesondere? Ja, da kann ich gleich noch was zu sagen. Also das ist das, was mich reizt, so etwas auf die Beine zu stellen. Im Prinzip machen wir das ja fast jedes Wochenende quer durch Deutschland. Wir waren vor kurzem in Köln, danach waren wir in Telgte, dann geht es wieder rauf, ganz hoch in den Norden, nach Hamburg, also in die Nähe von Hamburg, Lumülen. Also das ist das Interessante, die Organisation, die Durchführung. Das Mittelalter finde ich interessant, aber ich finde auch alle anderen Epochen interessant. Mich interessiert zum Beispiel ganz stark die Erforschung und die Durchwanderung Afrikas, wie da die ersten Forscher da vor 100 oder vor 150 Jahren den schwarzen Kontinent besucht haben. Vielleicht mache ich mal irgendeine große Afrika-Show, keine Ahnung. Ja. Also, aber wie gesagt, vorrangig reizt mich, das auf die Beine zu stellen und zu einem großen Erfolg für die Besucher werden zu lassen, zu einem großen Erlebnis und ein Abenteuer, dass die jungen Besucher, die mittleren und auch die ganz alten Besucher, dass die Spaß daran haben und sagen, tolle Atmosphäre. Ja, ich beobachte schon seit einiger Zeit diese Mittelalterszene, wenn man es mal so sagen darf, ja, mit sehr unterschiedlichen Ausprägungen. Ja. Jetzt sind ja da einige Mittelalter-Fans da an den Ständen, die betreiben. Ne? Also jetzt mal diese distanzierte Einstellung zum Mittelalter haben nicht alle. Nö, das ist schon richtig. Das muss man auch nicht haben. Also da sind Leute, die leben regelrecht das Mittelalter. Die haben teilweise alte Höfe oder alte Burgen gepachtet oder gemietet und leben wirklich. Und dann das Lagerleben natürlich ja, auch. Das Lagerleben bei den Veranstaltungen, das ist hier nicht ganz so ausgeprägt, weil wir hier nicht so sehr viel Platz haben in Speyer. Wir sind ja froh, wenn wir unsere ganzen 150, 170 Stände und die Bühnen unterbringen. Die Lager, Leute sind hier so ein bisschen vor dem Gelände leider. Wir hätten gerne ein doppelt so großes Gelände in Speyer, wie wir es woanders haben, drei- oder viermal so großes. Wir haben zum Beispiel in zwei Wochen die Veranstaltung in Lumülen, da haben wir 100 Herlager. Da haben wir aber keinen Dom. Die haben wir 7. Am Rand stehen. Aber kein Dom. Ne? Das ist natürlich eine tolle Atmosphäre im Hintergrund. Der Dom, das Heidentürmchen, die wunderbaren alten Bäume hier, die natürlich auch bei dem Wetter, was jetzt gemeldet wird, 30 Grad, wunderschön warm, aber ohne Ende bieten diese alten Bäume auch Schatten. Ne? Ja. Tolles Gelände in Speyer, lieben wir alle sehr. Und hoffen wir, dass wir es auch noch viele Jahre betreiben können hier. Das wäre meine letzte Frage. Kommen Sie denn wieder? Ne? Ja, wir reduzieren ja, ne, weil natürlich der Veranstalter inzwischen auch auf die 65 zugeht. Die Mitorganisatoren und Leiter der verschiedenen Abteilungen und Bürogeschichten sagen auch, boah, uns ist das zu stressig. Jedes Wochenende hintereinander, wir müssen weniger machen und dann haben wir auch wieder mehr Spaß daran. Aber Speyer ist ein Veranstaltungsort, den wir hier im Süden, das ist die derzeitige Planung, alle 2 Jahre möglicherweise betreiben wollen. Ne, das ist im Moment die Planung. Wir werden aber noch Gespräche mit der Stadt führen, wie überhaupt das hier insgesamt von der Stadt weiter gesehen wird. Das ist natürlich das Maßgebliche erstmal, dass die Kommune und die Verantwortlichen und der Bürgermeister und der Rat sagen, wir wollen diese Veranstaltung weiter haben. Ihr könnt auch länger hier in Speyer planen. Dann gucken wir, wie wir unsere Entscheidung in der Hinsicht, dass wir im Moment gesagt haben, Speyer alle 2 Jahre, wie wir die aufrechterhalten oder wie wir die möglicherweise nochmal wieder verändern. Speyer ist auf unserer Veranstaltungsliste, auf unserer Terminliste ganz oben an. Das ist einer der Top-Termine des Jahres. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch mit dem Herrn Hiller und habe mir nur selbst ein Bild gemacht vom mittelalterlichen Fantasiespektakulum heute am Sonntag.